Ist die Gewährung einer Zulage möglich? Ödenek çıkarmak mümkün mü? Sie wissen, dass die wirtschaftliche Situation etwas schwierig ist. Ekonomik durumları biliyorsun, biraz zor. Wie viel brauchen Sie? Ne kadar lazım sana? Was hast du gemacht, als dein Vater kam? Baban geldiğinde ne yapıyordun? Ich studierte, als mein Vater kam. Babam geldiğinde ben ders çalışıyordum. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Babam geldiğinde uyuyordum. Wann soll ich zu Ihnen kommen? Ne zaman size gelmemi istersin? Du kannst kommen, wann immer du willst. İstediğin zaman gelebilirsin. Wie wäre es, wenn Sie abends kommen würden? Akşama gelmeye ne dersin? Gibt es ein Problem mit Ihrem Fuß? Ayağında sıkıntı var mı? Ja, mein Knöchel tut weh. Evet, ayak bileğim ağrıyor. Nein, ich habe keine Probleme. Hayır, herhangi bir problemim yok. Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Yoldaki kazayı gördün mü? Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Kazada üç araba çarpıştı. Nein, das habe ich nicht gesehen. Hayır, görmedim. Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen. Können Sie sie noch einmal senden? Mailin eklerini indiremedim. Tekrar gönderebilir misiniz? Natürlich versende ich es sofort. Tabii, hemen gönderiyorum. Ich habe meine gelöscht, aber lassen Sie mich noch einmal schauen. Bendekini sildim. Ama tekrar bakayım. Ist Tommy eine sehr ehrgeizige Einheit? Tommy çok hırslı biri midir? Ja, das sieht man in jedem Werk. Evet, bunu her işinde görebiliyorsun. Wohneinheit? Sakin biri midir? Was denken Sie über dieses Thema? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ich denke, in etwa 5 Jahren. 5 yıl sonrayı düşünüyorum. Ich denke an dich. Seni düşünüyorum. Ich habe nichts im Kopf. Aklımda bir şey yok. Nicht wichtig. Çok önemli değil. Wie spät ist es? Saat kaç? 16 Uhr. Saat 16.
Es ist 20:10. Saat 10:20 var. Was macht Michael gerade? Michael şu anda ne yapıyor? Er geht ins Restaurant. Lokantaya gidiyor. Er geht nach Hause. Eve doğru yürüyor. Hast du Geschwister? Hiç kardeşin var mı? Ja, ich habe 2 Brüder und 3 Schwestern. Evet, 2 erkek, 3 kız kardeşim var. Ich habe nur 3 ältere Brüder. Sadece 3 abim var. Ich habe keine Geschwister. Hiç kardeşim yok. Haben Sie irgendwelche Fragen? Sorunuz var mı? Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Anlattığınız bilgiler için teşekkürler. Ist das Treffen vorbei? Toplantı bitti mi? Könnten Sie diesen See werfen? Bu gölü sen atabilir miydin? Ja, ich habe letztes Jahr ein ähnliches Tor geschossen. Evet, geçen sene benzer bir gol atmıştım. Ich kann vielleicht nicht werfen, aber mein Bruder kann es. Ben atamayabilirim ama kardeşim atabilir. In welchem Jahrhundert wäre es sehr interessant zu leben? Hangi yüzyılda yaşamak çok ilginç olabilirdi? Das Leben im 18. Jahrhundert hätte Spaß machen können. 18. yüzyılda yaşamak eğlenceli olabilirdi. Ich möchte im 30. Jahrhundert leben. 30. yüzyılda yaşamak isterdim. Welches ist deine Lieblingslektion? En sevdiğin ders hangisi? Ich liebe den Matheunterricht. Mathematik dersini çok severim. Ich mag den Englischunterricht nicht besonders. İngilizce dersini çok sevmem. Wie ist er? O nasıl biridir? Er ist ein fleißiger Mensch. Çalışkandır biridir. Er ist ein fauler Mensch. Tembel biridir. Wie viele Sprachen sprichst du? Kaç dil konuşabiliyorsun? Ich kann nur Deutsch sprechen. Sadece Almanca konuşabiliyorum. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum. Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Öğretmen ne zaman bu ev ödevini verdi? Er hat seine Mathe-Hausaufgabe vor 3 Tagen abgegeben. 3 gün önce matematik ödevini verdi.
Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Hala bir ödev vermedi. Wie war dein Test? Sınavın nasıl geçti? Obwohl ich gelernt habe, habe ich die Prüfung nicht bestanden. Çalışmama rağmen sınavda kaldım. Ich konnte die Prüfung bestehen, weil ich dafür gelernt habe. Sınava çalıştığım için sınavda başarılı olabildim. Was ist Ihre Telefonnummer? Telefon numaran nedir? Meine Telefonnummer ist XX. Telefon numaram X. Ich habe kein Handy. Telefonum yok. Möchten Sie etwas trinken? Bir içki ister misin? Ja, ich kann eins haben. Evet, bir tane alabilirim. Nein, ich nehme Medikamente. Hayır, ilaç kullanıyorum. Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Neden sınavı geçemedin? Ich konnte nicht hart arbeiten. Çok çalışamadım. Ich habe es versucht, konnte es aber nicht. Çalıştım ama yapamadım. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Sınava yetişemedim. Müssen wir diese Schulung absolvieren? Bu eğitimi almak zorunda mıyız? Mein Vorgesetzter sagte, es sei eine Pflichtschulung. Müdürüm zorunlu bir eğitim olduğunu söyledi. Es scheint nicht notwendig zu sein. Aber es ist besser, wenn Sie mitmachen. Zorunlu görünmüyor. Ama katılırsan iyi olacaktır. Präsident, haben Sie Fragen? Başkan sorunuz var mı? Ich habe keine Fragen mehr. Başka sorum yok. Werden Sie fortfahren? Devam edecek misiniz? Sollen wir einmal Schach spielen? Bir kere satranç oynayalım mı? Wir können einmal spielen. Bir kere oynayabiliriz. Wie hast du nachts geschlafen? Gece nasıl uyudun? Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Gece sivrisinek beni ısırmış. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Gece çok rahat yattım. Was macht Michael gerade? Michael şu anda ne yapıyor? Er spielt gerade ein Match. Şu anda maç yapıyor. Er geht zum Schwimmunterricht. Yüzme dersine gidiyor. Wie sah der Mann aus? Gelen adam nasıl görünüyordu?
Der Mann war sehr besorgt. Adam çok endişeliydi. Der Mann war sehr wütend. Adam çok kızgındı. Lieben Sie ihn? Onu seviyor musun? Ja, liebst du ihn? Evet, onu seviyor musun? Ich habe es früher geliebt. Daha önce seviyordum. Hast du Geld für die Schule? Okul için paran var mı? Ja, es sind noch einige übrig. Evet, biraz kaldı. Hatte sehr wenig. Çok az kaldı. Werden Sie Ihre Schulden heute abbezahlen? Borcunu bugün ödeyecek misin? Es fällt mir heute sehr schwer, zu bezahlen. Bugün ödemem çok zor. Ich kann sofort bezahlen. Hemen ödeyebilirim. Wann fängst du mit der Schule an? Okula ne zaman başlayacaksın? 3 Wochen später. 3 hafta sonra. Es begann vor 3 Tagen. 3 gün önce başladı. Wer hat dir geholfen? Kimler sana yardım etti? Niemand außer Michael wollte helfen. Michael dışında kimse yardımcı olmak istemedi. Alle kamen, um mir zu helfen. Her şey yardımcı olmak için yanıma geldi. Was würden Sie zum Abendessen empfehlen? Akşam yemeği için ne önerirsiniz? Wir haben eine sehr berühmte Pizza. Çok bilinen bir pizzamız var. Ich kann Fisch empfehlen. Balık önerebilirim. Wie gehst du zur Schule? Okula nasıl gidiyorsun? Ich fahre mit dem Taxi zur Schule. Okula taksi ile gidiyorum. Manchmal fahre ich mit dem Bus zur Schule. Bazen otobüsle okula giderim. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Aylık ne kadar kazanıyorsun? Ich verdiene monatlich 1000 Lira. Aylık 1000 Lira kazanıyorum. Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat. Aylık 1000 Dolar kazanıyorum. Wie geht es deinem Vater? Baban nasıl oldu? Nicht schlecht, funktioniert weiter. Fena değil, çalışmaya devam ediyor. Etwas unbequem. Biraz rahatsız. Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Tatile kiminle gideceksin? Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren.
Tatile iş arkadaşımla gideceğim. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Tatile kız arkadaşımla gideceğim. Wie heißt du? Adınız nedir? Ich heiße Michael. Benim adım Michael. Ich bin Michael. Ben Michael. Machen wir nächstes Wochenende etwas zusammen? Gelecek hafta sonu birlikte bir şeyler yapalım mı? Das wäre toll. Sollen wir ein Picknick machen? Harika olur, piknik yapalım mı? Wir können zu einem Basketballspiel gehen. Basketbol maçına gidebiliriz. Was ist dein Beruf? Senin mesleğin nedir? Bin ich Informatiker? Bilgisayar mühendisim. Ich bin ein Bauingenieur. İnşaat mühendisiyim. Was ist dein Lieblingsgetränk? En sevdiğin içecek hangisidir? Ich mag es, Wasser zu trinken. Su içmeyi severim. Ich liebe Fruchtsäfte. Meyve sularını çok severim. Müssen Sie diesen Job machen? Bu işi yapman gerekiyor mu? Dieses Thema ist Teil meines Jobs. Bu konu işimin bir parçası. Ich habe nicht vor, es zu tun. Yapmayı düşünmüyorum. Wie möchten Sie zahlen? Nasıl ödemek istersiniz? Sie müssen im Voraus bezahlen. Peşin ödemeniz gerekiyor. Sie können mit Kreditkarte bezahlen. Kredi kartı kullanarak ödeyebilirsiniz. Wird Michael ein guter Mann werden? Michael iyi bir adam olacak mı? Ich glaube nicht, dass Michael ein guter Mann wäre. Michael'ın iyi bir adam olacağını sanmıyorum. Michael scheint ein guter Kerl zu sein. Michael iyi bir adam olacak gibi görünüyor. Glaubst du, dieses Kleid steht mir? Sizce bu elbise bana yakışır mı? Ich bin mir sicher, dass es Ihnen sehr gut stehen wird. Sana çok yakışacağından eminim. Es lässt sie ein wenig übergewichtig aussehen. Bu seni biraz kilolu göstermiş. Von wem hast du diese Katze bekommen? Bu kediyi kimden aldın? Das Kätzchen der Katze meines Bruders. Abimin kedisinin yavrusu. Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Yağmurlu bir gün sokakta buldum.
Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Bu inanılmaz bir araba. Hanginize ait? Mein Auto. Benim arabam. Nicht unseres. Bizim değil. Wie viele Dosen Flaschenmilch muss ich kaufen? Kaç kutu şişe süt almam gerekiyor? Wenn es für jeden etwas gibt, müssen Sie 40 kaufen. Herkese bir tane olacaksa 40 tane almak gerekiyor. Es reicht aus, nur 3 zu kaufen. Sadece 3 tane alsak yeterli. Sohn, willst du essen? Oğlum, yemek yiyecek misin? Nein, Papa, ich werde nicht essen. Hayır baba, yemek yemeyeceğim. Haben Sie Ihre Präsentation für morgen vorbereitet? Yarınki sunumu hazırladın mı? Ja, ich habe es vorbereitet. Aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Evet hazırladım. Ama biraz daha çalışmam gerekiyor. Ich habe noch die letzten 2 Seiten übrig. Dann bin ich fertig. Son 2 sayfam kaldı, sonra bitirmiş olacağım. Für wen bist du hierher gekommen? Kimin için buraya geldin? Ich kam wegen dir. Senin için geldim. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Çocuklarım için buraya geldim. Was kostet diese Hose? Bu pantolonun fiyatı nedir? $23. $23. Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Güvenlik yazılımını güncelledin mi? Ja, ich habe es aktualisiert. Evet, güncelledim. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Hayır, henüz güncellemedim. Habe ich es richtig verstanden? Doğru anlamış mıyım? Ja, wir machen so weiter, wie Sie es gesagt haben. Evet, dediğin gibi devam edeceğiz. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Hayır, aslında tam olarak böyle değil. Was für ein Mann war Michael? Michael nasıl bir adamdı? Er war ein sehr guter Mann. O çok iyi bir adamdı. Ich weiß es nicht. Ben tanımıyorum. Haben Sie Matrix 1 schon einmal gesehen? Matrix 1'i izledin mi daha önce? Ja. Ich habe es 2-mal gesehen. Evet, 2 sefer izledim.
Nein. Ich habe es noch nie gesehen. Hayır, daha önce izlemedim. Was machst du heute? Bugün ne yapacaksın? Ich werde heute Urlaub haben. Bugün tatil yapacağım. Heute gehe ich einfach ins Bett. Bugün sadece yatacağım. Ich bin ein wenig krank. Ich werde mich ausruhen. Biraz hastayım, dinleneceğim. Wer hat recht? Kim haklı? Soweit ich sehen kann, hat unser Geschichtslehrer recht. Gördüğüm kadarıyla tarih öğretmenimiz haklı. Es gibt niemanden, der recht hat. Haklı kimse yok. Was ist das für ein Papier? Bu kağıt nedir? Es ist Teil meines Physiknotizbuchs. Fizik defterimin bir parçası. Es ist aus deiner Tasche gefallen. Senin çantandan düştü. Mit wem gehen wir ins Kino? Sinemaya kimler gideceğiz? Ich werde ins Kino kommen. Mein Bruder wird auch kommen. Sinemaya ben geleceğim, ayrıca abim de gelecek. Ich werde ins Kino kommen, aber mein Bruder wird nicht kommen. Sinemaya ben geleceğim ama abim gelmeyecek. Wird das Projekt abgeschlossen? Proje tamamlanacak mı? Es gibt viele Probleme. Ich glaube nicht, dass es enden wird. Birçok problem söz konusu. Biteceğini sanmıyorum. Es wird bald vorbei sein. Kısa süre sonra bitecek. Wo willst du morgen hingehen? Yarın nereye gitmek istersin? Ich würde gerne nach Beşiktaş gehen. Beşiktaş'a gitmek isterim. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Final maçına gitmek isterim. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Kupa maçına gitmek istiyorum. Haben Sie diesen Film schon einmal gesehen? Bu filmi daha önce izledin mi? Wir haben es vor 3 Jahren in der Schule gesehen. 3 yıl önce okulda izlemiştik. Ich habe es noch nie gesehen. Daha önce izlememiştim. Wie hast du Englisch gelernt? İngilizceyi nasıl öğrendin? Ich habe es mir zu Hause selbst beigebracht. Evde kendim öğrendim. Ich habe es in England gelernt. İngiltere'de öğrendim. Ich habe aus Filmen gelernt. Filmlerden öğrendim.
Ich habe es von meiner Freundin gelernt. Sevgilimden öğrendim. Wirst du frühstücken? Kahvaltı yapacak mısın? Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Bir saat önce yaptım. Nein, das werde ich nicht. Hayır yapmayacağım. Bist du zum Arzt gegangen? Doktora gittin mi? Nein, ich bin nicht gegangen. Hayır gitmedim. Ich werde am Nachmittag gehen. Öğleden sonra gideceğim. Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Bu konuda bir düzeltme yapılması gerekiyor mu? Nein, alles funktioniert. Hayır, her şey çalışıyor. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Baştan tüm projenin yazılması gerekiyor. Spreche ich zu laut? Çok yüksek ses ile mi konuşuyorum? Nein, das glaube ich nicht. Hayır, bence öyle değil. Ja, du schreist viel. Evet, çok bağırıyorsun. Wie ist das Wetter in Istanbul? İstanbul'un hava nasıl? Das Wetter in Istanbul ist sehr heiß. İstanbul'da havalar çok sıcak. In Istanbul wird es regnen. İstanbul'da yağmur yağacak. Wer aus der Klasse war bei der Party dabei? Sınıfta kimler partiye katıldı? Die ganze Klasse schloss sich der Party an. Tüm sınıf partiye katıldı. Lediglich eine Person hat nicht teilgenommen. Sadece bir kişi katılmadı. Kannst du Michael helfen? Michael'a yardımcı olabilir misin? Sicher, warum nicht? Tabii, neden olmasın? Nein, da kann ich nicht hingehen. Hayır, oraya gidemem. Sicherlich. Elbette. In welcher Klasse bist du? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ich gehe in die fünfte Klasse. Beşinci sınıfa gidiyorum. Ich ging zur Universität. Üniversiteye geçtim. Wie spät ist es? Saat kaç? Es ist 16 Uhr nachmittags. Saat öğleden sonra dördüncü. Es ist 5 Uhr morgens. Saat sabah beşinci. Wie ist der Fortschritt des Projekts? Projenin ilerleme durumu nedir?
Das Projekt ist fast abgeschlossen. Proje neredeyse bitmek üzere. Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen noch 4 Wochen. İlerliyoruz ama hala 4 haftaya ihtiyacımız var. Was hast du gestern Abend gemacht? Dün akşam ne yaptın? Ich bin tanzen gegangen. Dansa gittim. Ich habe für die Prüfung gelernt. Sınava çalıştım. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Eşimle sinemaya gittim. Ich lag krank zu Hause. Evde hasta yatıyordum. Wie lautet der alte Name dieser Schule? Bu okulun eski adı nedir? Sein Name hat sich nie geändert. İsmi hiç değişmedi. Ihr Name ist immer noch Atatürk Grundschule. İsmi hala Atatürk İlköğretim Okulu. Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Toplantı kaçta başlayacaksın? Heute geht es 1 Stunde früher los. Bugün 1 saat erken başlayacak. Es beginnt mit 15 Minuten Verspätung. 15 dakika geç başlayacak. Wie kannst du so schnell laufen? Nasıl bu kadar hızlı koşabiliyorsun? Weil ich hart arbeite. Çünkü çok çalışıyorum. Eigentlich bin ich nicht sehr schnell. Aslında çok hızlı değilim. Wo frühstücken Sie? Kahvaltını nerede yapıyorsun? Ich mache es zu Hause. Evde yaparım. Normalerweise frühstücke ich nicht. Genelde kahvaltı yapmam. Wie geht es dir? Nasılsın? Mir geht es gut. İyiyim. Ich bin ein wenig krank. Biraz hastayım. Ich bin nicht sehr gut. Çok iyi değilim. Ich versuche zu heilen. İyileşmeye çalışıyorum. Ich bin nicht schlecht. Wie geht es dir? Fena değilim. Sen nasılsın? Wie ist das Wetter? Hava nasıl? Das Wetter ist sehr heiß. Hava çok sıcak. Kaltes Wetter. Hava soğuk. Das Wetter ist regnerisch. Hava yağmurlu. Es ist windig. Hava rüzgarlı. Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Birlikte kahve içelim mi? Ja, wann sollen wir gehen?
Evet, ne zaman gidelim? Tut mir leid. Ich habe heute keine Zeit. Üzgünüm, bugün zamanım yok. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. İstersen yarın içelim. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Bu inanılmaz bir araba. Hanginize ait? Ich glaube, der Besitzer ist ausgegangen. Sanırım sahibi dışarıya çıktı. Warum fragst du? Neden soruyorsun? Wann ist das Abendessen fertig? Akşam yemeği ne zaman hazır olacak? Nach 3 Stunden. 3 saat sonra. Wir werden heute draußen zu Abend essen. Bugün yemeği dışarıda yiyeceğiz. Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Toplantı odasında projenin detaylarını tartıştınız mı? Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen. Evet, tüm ana hatları konuştuk. Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen. Evet, detayları konuşmak için bir toplantı daha ayarladık. Können wir heute zusammenarbeiten? Bugün birlikte çalışabilir miyiz? Ich bin heute nicht sehr fit. Bugün çok uygun değilim. Klar, wann immer Sie wollen. Tabii, istediğin zaman. Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Daha önce araba almış mıydın? Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Param olmasına rağmen araba almam. Ich möchte kein Auto kaufen. Araba almak istemiyorum. Wie sehe ich aus? Nasıl görünüyorum? Du siehst nicht so gut aus. Çok iyi görünmüyorsun. Du siehst sehr schön aus. Çok güzel görünüyorsun. Was müssen Sie tun, um die Prüfung zu bestehen? Sınavı geçmek için ne yapman lazım? Ich muss mehr arbeiten. Daha fazla çalışmam lazım. Ich glaube schon jetzt daran, dass ich Erfolg haben werde. Zaten başarılı olacağıma inanıyorum. Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Saat kaç gibi okula gideceksin? Ich werde morgen nicht gehen. Yarın gitmeyeceğim. Ich werde gegen 18 Uhr in der Schule sein. Akşam 6 gibi okulda olurum. Warum lachst du?
Neden gülüyorsun? Was du gesagt hast, war sehr lustig. Söylediğin çok komikti. Ich lache über dieses Kind. Şu kocuğa gülüyorum. Haben Sie Kinder? Çocuğun var mı? Ja, ich habe zwei Kinder. Evet, iki çocuğum var. Nein, ich habe kein Kind. Hayır, çocuğum yok. Wo werden Sie Urlaub machen? Tatile nereye gideceksin? Ich glaube, ich gehe nach Paris. Sanırım Paris'e gideceğim. Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen. Tatilimi İstanbul'da geçireceğim. Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Nihayet geldin, neden geç kaldın? Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Sabaha kadar çalışmak zorundaydım. Ich bin noch nicht zu spät. Çok geç kalmadım. Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch. Tommy çok sakin biridir. Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Tommy çok hırslı biridir. Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Müşteri ile randevu saatimizi onayladın mı? Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Evet, konuştum ve bu konuda net saati belirledik. Ich werde in 2 Stunden sprechen. 2 saat sonra konuşacağım. Wo wohnst du? Nerede yaşıyorsunuz? Ich lebe in London. Londra'da yaşıyorum. Sind Sie bereit für das morgige Meeting? Yarınki toplantıya hazır mısınız? Ja, ich bin bereit. Evet, hazırım. Abends muss ich etwas mehr arbeiten. Akşam biraz daha çalışmam gerekiyor. Wer hat dieses Gemälde gemacht? Şu tabloyu kim yaptı? Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Dedem 30 yıl önce yazmış. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Çok ünlü bir ressam yapmış, fakat ismini unuttum.